einen kleinen Eindruck aus meiner Schlafsackaktion in der Hängematte. Ihr seht, das Schneeverhältnis. Sehr schön. Ein bisschen windig ist das Ganze schon. Aber ich liege sehr bequem. Es ist mir schon sehr warm. Und es ist total knuffig. Ach, das wird eine so schöne Nacht. Ich freue mich sehr drauf und mal gucken, wann ich wach werde. Normal so um 7 ist spätestens Aufstehen angesagt. Auch sonntags natürlich. Ich denke mal, hier ist es ein bisschen anders. Frische Luft, Schnee, Kälte, kuschelig. Das wird anders. Jo, so denn. Let's fetz. Hallo, liebe Freunde der zweirädrigen Unterhaltung. Heute mal was ganz anderes. Alex hat mich auf ein neues Hobby gebracht. Ich finde es super schön und ich möchte euch kurz technisch erklären, wie das Ganze funktioniert. Ich habe die letzten zwei Nächte unter dieser Plane verbracht. Ihr seht, es ist winterlich schön hier draußen und ich habe da drin so gut geschlafen wie zu Hause, wenn nicht sogar noch ein wenig angenehmer durch frischen Sauerstoff und an der frischen Luft. Ja, ich erkläre euch mal, wie das Ganze funktioniert. Vielleicht habt ihr auch Bock, das mal nachzumachen und ich kann euch nur sagen, die meisten schütteln den Kopf und sagen, na, das geht doch gar nicht. Es funktioniert super schön und es ist absolut nicht, da musst du doch frieren. Nein, nein, ist es nicht. Also, kurz und knapp gehalten, wie funktioniert das Ganze? Ich habe mir hier eine Schlinge um den Baum gesetzt. Da wiederum dran einen verstellbaren Spanngurt. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, irgendwo muss die Hängematte rein. Die habe ich hier hingesetzt. Und wiederum das mit einem Zurband, was hier diese Ratsche hat. Damit kann ich die Entfernung zwischen dieser Verankerung und dieser Verankerung justieren. Somit kann ich mir die Spannung an dem Schlafsack entsprechend einstellen, je nachdem, wie sehr ich den gern durchhängen haben möchte. Sprich, ich mache das dann entsprechend kürzer mit der Ratsche, dann hängt der Schlafsack weiter durch. Muss dann natürlich entsprechend hier wieder nachspannen, damit die Gesamtspannung hinkommt. Na, so kann man das also ganz fein einstellen. Natürlich auch die Entfernung zwischen zwei Bäumen ist natürlich abhängig davon, wie viel Material man mit hat. Ich habe jetzt hier einiges dabei. Man kann das auch noch perfektionieren. Es gibt noch bessere Schnallen. Aber das ist alles eine Frage der Zeit, bis man sich nach und nach die Materialien besorgt. So, nun haben wir die Leine gespannt. Einmal von vorn bis hinten. Dann kommt der eigentliche. Die eigentliche Hängematte reingehangen. Die hängt hier so drin. Wir gehen mal hier drunter und sehen, wie die Hängematte hier drin hängt. Und wiederum unter der Hängematte ist nochmal so ein isolierter Unterzieher, damit man ja von unten ein bisschen wärmegeschützt ist. Zusätzlich habe ich mir noch diese Isomatte mit reingepackt. Und da wiederum liegt dann der Schlafsack drin. Ja, und so lässt sich's ganz angenehm schlafen. Oben drüber noch dieses Tarp. Da würde ich aber auch immer empfehlen, das hier nochmal mit einer extra Schlinge festzumachen. Wenn ein bisschen Wind geht, zieht sie sonst weg, aber naja. Und hier hinten ebenso. Das war's. Mehr ist das nicht. Gehört nicht viel dazu, passt alles in den Rucksack. Man kann jederzeit immer überall das Nachtlager aufbauen. Ja, so fetzt das. Also wer Bock hat, das mal nachzumachen, wer Fragen hat, einfach mal Fragen stellen. So denn.